Jan, weiter geht's. Jetzt spielen wir für eine Weile als Ada. She got a nice back. She got a sexy back. Dump, bump. And a bitch. Verschwindet. Lass die Frau in Ruhe. She got a nice back. Ich meine, sonst war doch nichts. Oder warte, muss ich nicht erstmal zur anderen Seite? Ich gucke erstmal auf der anderen Seite nach. Ich meine, da war erstmal was auf der anderen Seite. So viel ich mich erinnern kann. Yo! Elebit! Scheiß Hunde. Ah! Moment. Genau. Ein bisschen Schrotmuni. Das kann der gute Leon gebrauchen. Und sonst ist da nichts. Okay. Dieser Bereich war ja auch wieder mehr relevant für das Szenario von Claire. Naja, aber wenn man Leon einen Gefallen tun will, dann darüber gehen, um ihm die Schrotmuni da zu geben. Zur Seite, dumme Töle. So, jetzt können wir. Na? Na, geh schon runter, Ada. Zack. Zack. Denn jetzt müssen wir mit Ada Kisten verschieben. Ja! Oh, das ist so toll. Mit Ada Kisten verschieben. And she's still got a nice ass. Moment. Nice back, nicht nice ass. Aber ist beides gut. Oh. So. Und? Schieb, mein Mädchen. You're sexy. You're sexy woman. Zack. Und nochmal zack. Und zack. So, we did it. Ein Hebel, um Wasser ein- und ablaufen zu lassen. Na, 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 na. Wir haben uns einen Durchgang gebaut. Yay, Ada, du bist spitze. And we got nice stuff here. Der Kreuzschlüssel. Ich meine, sonst war da nichts mehr. Gut. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück in den Bereich gehen, wo wir angefangen haben, als Ada zu spielen. Das heißt, wir müssen wieder aufhören, mit ihr zu spielen. Nein. Ihr könnt mich mal. Sag Ada, ihr könnt mich mal. Aha. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? God. Right here. Fast. Here's one more. Good. Oh.
Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. Was? Ada, wait! Und wieder. Ada, wait! Und einmal ein neuer Schlüssel. Und Schrotmuni. Wie cool. Good. Good stuff. So, muss ich irgendetwas mitnehmen. Jetzt muss ich erstmal wieder vorbei an den Spinnen. Ich hasse diese Spinnen. Wieso sind sie so groß? That's so fucking disgusting. Why are they so big? Aber ansonsten geht's mir gut. Och ja, das ist schön zu wissen. Ja, es gab noch einen Bereich, den ich erkunden kann mit Hilfe des Schlüssels. Schlüssels? Wie sieht das an, hört Schlüssels? Aber ansonsten, Moment. Das kann ich doch wieder ausrüsten. Oder nein, damit fühle ich mich sicherer. So. Damit fühle ich mich so 100-mal sicherer. I fucking knew it. Stirb. So einer. Okay, komm her. Ich hab keine Angst vor dir. Ich sagte doch, ich hab keine Angst vor dir. Pissblark. Die Biester sind so hässlich. Das ist unbelievable. Und wir haben jetzt erstmal den Schlüssel hier benutzt. Komm, gehen wir. Auf! In den Autopsieraum. Ich freue mich nicht. So viele Leichen. Oh Gott. Oh fucking hell. Eine rote Karte. Okay. Ja, lecker, Mische, doch. Da gehe ich nie wieder rein. Gott sei Dank. Da gehe ich nie wieder rein. Ich bin auch nicht lebensmüde. Tut mir zwar leid um Leon, dass er so humpeln muss, aber ich spare mir jetzt lieber die Medizin. Notstrom, Schalttafel. Sie können die Energie mit diesen 5 Schaltern in unterversorgte Bereiche umleiten. Wenn Sie die gesamte Energie nutzen, könnte das zu einem Kurzschluss und Stromausfall führen. Okay. Dann...
Schalten wir erstmal hoch. Jetzt runter. Das ist eigentlich ein einfaches Unterfangen. Jetzt wieder hoch. Ja, runter. Und wieder hoch. Perfekt. Energie in Ordnung. Jetzt funktioniert. Jetzt funzt auch diese Tür. Das heißt, wir können dann diese rote Chipkarte benutzen, die wir aus diesem Horrorraum geholt haben. Da gehe ich nie wieder rein. Na okay, dann zuerst hier die rote Karte benutzen. Und die Tür ist offen! Yay! Gut gemacht! Und aufschieben. Danke. So, what do we got here? Money! Money! Und noch mehr Money! Ach, ist das schön. War sonst noch hier irgendwas? Ah ja, genau. Da gab's wirklich noch was. Ein Maschinengewehr und eine Tasche. Mit einer Tasche kann ich mehr Gegenstände tragen. Simple logic! Aber was nehmen wir? Tasche oder Maschinengewehr? Gewehr. Yes! That means we're overpowered. Aha, wusste ich doch. Da ist noch Schrotmuni. Gerne. Und Heilmittel gibt's nicht? Lecke mich doch. Der arme Leon braucht das. So, ansonsten. Gibt's jetzt noch erstmal irgendwas zu tun? Yes! There's something I should do. Nehme ich erstmal wieder hoch. Kraxeln. Um noch weitere Türen zu öffnen. Nun ja. Oh! Da war ja noch eine Tür. Ja, lecco mio. Fuck. Habe ich ganz vergessen, dass es noch eine Tür gibt. Okay. Ja, sowas passiert. Wenn man mich spielen lässt. So, mach die Tür auf. Und finden wir hier Good Stuff. Aha, nur ein Ink Ribbon. Okay. Aber Schrotpatronen sind gut. Und sowieso Ink Ribbon. Ist sowieso okay, dass Dingsbums nicht funzt. Oh, und noch eine Leiche. Ja, nee, ist klar. Tagebuch des Wächters. Dafür ein Dokument. Schön. 11. August. Zum ersten Mal seit elend langer Zeit hatte ich heute die Chance, mal wieder blauen Himmel zu sehen. Aber der Anblick konnte mich kaum aufheitern. Der Chef hat mich angepfiffen, dass ich oben an der Turmuhr meine Pflicht vernachlässigt hätte. Da gibt es nur eins, was ich immer noch nicht verstehe. Es schien den Chef mehr zu stören, dass ich oben bei der Turmuhr war, als dass ich meine Pflicht vernachlässigt habe.
Warum ist der Zugang nach da oben denn überhaupt untersagt worden? 5. September. Ich habe vor kurzem mit dem alten Mann gesprochen, der da hinten im Klärwerk arbeitet. Sein Name ist Thomas. Er ist ein ruhiger Kerl und scheint sich nur für Schach zu begeistern. Er hat sogar ein ganz spezielles Schloss entworfen, mit Schachfiguren als Schlüssel für eine der Türen im Klärwerk. Wir haben uns verabredet, morgen Abend mal eine Runde Schach zu spielen. Ich bin wirklich neugierig, wie gut er wirklich ist. Was mich an ihm ziemlich stört, ist die Art, wie er sich dauernd überall kratzt. Hat er eine Hauskrankheit oder ist er einfach nur unhöflich? Oh, oh, wir wissen, was das bedeutet. 9. September. Thomas ist ein viel besserer Spieler, als ich mir hätte träumen lassen. Ich habe mich selbst immer für einen ganz passablen Spieler gehalten, aber er hat mir eine recht gründliche Lektion in Bescheidenheit verpasst. Sein Appetit ist so etwa das Einzige, was so ungefähr an seinen Schachkünsten herankommt. Das ganze Spiel über hat der Kerl von nichts anderem geredet als vom Essen. Er hörte sich ganz gesund an, aber er sieht nicht gut aus. Ich frage mich ernsthaft, ob er nicht wirklich krank ist. 12. September. Ich wollte eigentlich noch ein Schachründchen gegen Thomas spielen, aber wir mussten es abblasen, weil es ihm gar nicht gut ging. Er kam kurz vorbei, um mich zu besuchen, aber ich habe ihm gesagt, er solle sich lieber zu Hause ein wenig hinlegen, denn er sah wirklich aus wie eine wandelnde Leiche. Er behauptete steif und fest, es gehe ihm gut, aber ich konnte sehen, dass er wirklich Probleme hatte. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, mir selber geht es auch nicht so gut in letzter Zeit. Oh Gott. Wurde er jetzt etwa auch zum Zombie? An dem Punkt, oder? Oh, das wollte ich nicht. Spielzeug! Spielzeug! Na komm. Der Besuch hat sich so gelohnt. Spielzeug. Diese Fenster machen mich nervös. Ich frag mich allen Ernstes. Ob nicht dann irgendwann doch ein Zombie reinmarschiert kommt. Ich will nicht. Lass mal kurz Karte gucken. Es gibt ja noch eine Tür, die verschlossen ist. Okay. Okay. I know what I have to do. Ach, hoppala. Radewichts, raus. Naja, aber zuerst Sachen verstauen. Ne? Muss ja immer sein. Hoppala. I love this music. Das behalten wir noch drin, die Sepisch. Magnum kommt hier rein. Und ansonsten packen wir dich auch mal erstmal weg. Habe ich ein bisschen Platz. Was gut ist. Hoppala, da will ich nicht hin. Ich glaube, ich werde langsam doch zum Zombie. So viel, wie ich mich kratzen muss. Oder vielleicht bringt mich das Spiel zum Kratzen.
nur der Gedanke daran, dass ich irgendwie zum Zombie werden könnte. Hm? Könnte ja sein. Zack, 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 zack. Und jetzt durch diese Tür. Leon, mein Junge. Das machst du gut. Wenn mich sie so geht. Okay. Das war hier der Raum. Und den Schlüssel brauchen wir jetzt auch schon nicht mehr. So. Na gut, dann. Okay, das Rätsel weiß ich noch. Was ist das? Ein Film. Ach so, kann ich entwickeln, wenn ich möchte. Bild eines Mannes auf einem Wagen. Da ist etwas auf dem Rad. Erleuchte Dame, König, Bube. Und der Wagen drückt auf die Tube. Dame, König, Bube. Okay. Ich meine jetzt gerade einen Penis gesehen zu haben. Nicht gut. Völlig verwüstet. Okay, Pech. Sie können hier ein Feuer anzünden. Machen wir das mal. So, und jetzt Dame, König, Bube. Das ist die Reihenfolge Dingsbums, in der die Flammen entzündet werden müssen. Und hier an dieser Stelle sind jetzt nur Dingsbums Zahlen angraviert. Und da denkt man sich nur, what the fuck? Man muss jetzt einfach so von der Anzahl an den Spielkarten denken und nämlich wer, was den höchsten Wert hat. Man kennt ja die vom Kartenspiel, es gibt Ass bis König. Ass entspricht so dem einen Wert. Dann kommt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann kommen Bube, Dame und König. Die entsprechen dann den Wert 11, 12, 13. Also, da zuerst die Dame angezündet werden muss, ist sie die Zahl 12. Dann muss der König angezündet werden. Zahl 13. Und, na komm. Und jetzt der Bube, Zahl 11. And it worked. Was man mit simpler Logik alles für schlaue Schlussfolgerungen ziehen kann. Geil. Super. Jetzt haben wir ein Zahnrad. Jetzt weiß ich auch wieder, wofür man dieses Zahnrad braucht. Dementsprechend gehen wir mal dorthin. Laufen wir dorthin. Komm, mein Junge. Leon. Du kannst das. Du kannst rennen. Warum mache ich jetzt so komische Geräusche, als wäre ich Kermit der Frosch? I have no idea. Ich verschrecke jetzt wahrscheinlich so viele Menschen. I know. Jetzt wollen wir erstmal nach oben zu diesem Dingsbums-Bereich. Wo das ja ist. Oder soll ich lieber von der anderen Seite aus reinkommen? Dann kann ich gleichzeitig auch den Film entwickeln.
Ich mach das erstmal. Kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr geil.